Wir haben heute ein absolut krankes Video. Wir starten bei 0 Trophäen und wollen heute hoch in einem Video auf 1250 Trophäen, also Rang 35 mit Larry und Lowy. Und mit dabei haben wir die aktuellen Brawl Stars Weltmeister. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir direkt los. Larry und Lowy hier im Angebot auf dem Hauptaccount 53.000 Trophäen. Wir erreichen heute einen fetten neuen Rekord auch dabei. Und wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt an Creator Code Jonas, kostenlos im Shop. Alle 7 Tage gerne neu eintragen. Sehr, sehr nice. Da ist der neue Brawler. Oh, hat gut verhangen, okay. Also ich sag ehrlich, ich hätte es mir privat jetzt nicht gekauft, sage ich ehrlich. Aus einem relativ einfachen Grund. Okay, erstmal hier den Pin und den hier. Also 18 Euro ist schon relativ ordentlich, ne? Und vor allem, du kannst den Brawler ja sowieso dann im Pass kriegen, ne? Ganz normalen Brawler Pass für 8 Euro. Und ich finde die Zusatzsachen jetzt auch gar nicht mal so krass, ne? Ein paar Münzen, ein paar Powerpunkte. Aber muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich hätte mir jetzt, glaube ich, eher dann einfach über den Brawl Pass geholt, genau. Oh, wir kriegen noch Münzen, Powerpunkte. Junge, wir haben 32.000 und 40.000. Machen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Dreier Winnings Trick ist auch schon am Start. Okay, das wird so krank hier für den Hauptaccount. 0 Trophäen, Power Level 1 auf Power Level 11. Sehr, sehr geil. Auf geht's. 3.400 Leben. Verdoppeln das Ganze direkt. Oh mein Gott, da haben wir es. Power Level 11. 6.800 Leben, 1.680 Schaden. Wir gehen direkt rein und kaufen dann die einzelnen Fähigkeiten, ne? Ehrlich gesagt. Okay, auf geht's. Allererste Runde mit Larry und Lowy. Auf geht's. Jetzt hier natürlich noch ohne die Fähigkeiten. Und dann geht's gleich los. Wir kaufen direkt erst die erste Star Power, erstes Gadget, dann zweites Star Power, zweites Gadget, Skin. Können wir den Skin schon kaufen eigentlich? Gute Frage eigentlich. Können wir den Skin eigentlich schon kaufen? Wir müssen mal gleich schauen. Vielleicht können wir den schon im Shop kaufen. Auf die Idee bin ich nämlich gar nicht gekommen. Also, wir kriegen ja theoretisch an Tag 7 gratis, aber ich würde mir die eigentlich schon jetzt gerne kaufen. Im besten Fall mal schauen. So, bester Start schon mal. 5 Cubes, kann man nichts sagen. Hier, Rosa jetzt. Schaut euch mal an, wie viel Schaden wir machen. Ja, wir haben auch mehr Cubes, aber trotzdem, ne? Es ist halt so krank OP. So, 8 Cubes. Bringen wir hier nochmal die Ulti rein. Und zack, wir sind Showdown. Die Depp baut automatisch auf die Suche, scheinbar. Das ist auch geil. Nee, der läuft zurück. Nee. Zu ganz, ne? Irgendwie. Junge, jetzt bleibt doch einfach stehen! Mann! Oh, ich hasse es so sehr, wenn die einfach stehen bleiben. Egal, sehr geil. Erster Win, wichtig. Also egal. Geil, Mann. Plus 10, wir kriegen sogar plus 13 schon mal. Wegen der Winstreak. Geil, Mann. Und den ersten Star-Drop. Selten, ist okay. Okay, let's go. Erstes Star-Power, erstes Gadget. Also erstes Gadget ist Waffenwechsel. Ist, glaube ich, ein bisschen schlechter, aber wir testen es trotzdem. Es ist eigentlich schon geil, da tauschen die halt ihre Waffen, ne? Erstes Star-Power ist, das ist halt die geile Star-Power, da kriegt der Bot den Schaden, ne? Okay, auf geht's. Erste Runde mit Gadget und Star-Power. Da können wir jetzt die Waffen wechseln und vor allem jetzt natürlich die Star-Power ist halt crazy, ne? Da können wir jetzt halt unseren Bot zum Tanken vorschicken. Oder wir können auch tanken und der Bot kriegt den Schaden trotzdem. Das ist halt eigentlich das Krasse dabei. Vor allem, wie viele Cubes wir halt direkt in der Mitte immer kriegen. Schaut euch da, oh mein Gott, wenn wir das kriegen. Wenn wir alle kriegen, haben wir 9 Cubes. Guck mal, wir brauchen nur 2 Angriffe, jeweils zu kriegen. Die ganzen Kisten. Das ist krass, wir kriegen halt wirklich alle 9. Okay, solid. Oh, das sind sogar noch, oh mein Gott. Also viele Cubes hatte ich, glaube ich, gefühlt noch nie. Ohne einen Kill. Ich hab die jetzt gar nicht an. Ich will einfach nur die Cubes. Boah. Ich habe ohne Witz, glaube ich, noch nie 11 Cubes in der normalen Showdown-Runde einfach so bekommen. Keine Ahnung, wie das möglich ist überhaupt. Jetzt haben wir direkt 12 Cubes. Das ist halt absolut krank. So, ich kann das auch gar nicht die Gadget oder Star-Power zeigen. Jetzt. So. Ja gut, jetzt sind schon beide down. Okay, erstmal hier natürlich wenigstens das Gadget gezeigt, ne? Einfach Waffenwechsel. Jetzt habe ich halt diesen Nahkampfangriff. Kann man den auch eigentlich mal ganz gut sehen. Der ist so ein bisschen ähnlich zu Griff, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen schwächer, aber ist schon ganz originell. Und mein Bot wirft jetzt halt natürlich. Ne? Das ist halt das interessant. Jetzt sehen wir es hier. Guck mal, ich bin den Schaden jetzt hier bekommen und der Bot kriegt den Schaden. Aber aufpassen, dass ihr euch nicht von beiden treffen lasst, weil sonst kriegt der Bot halt doppelten Schaden. 27 Trophäen, 5er Winning Streak. Damit kriegen wir schon mal gleich plus 5 pro Runde. Geil. Zweites Gadget ist der Befehl. Zurückhalten. Okay, wir kriegen die 33% Heal, das ist halt auch geil. Und die andere Star-Power sorgt dafür, dass wir Munition extrem schnell nachladen. Jetzt wird's natürlich interessant. Jetzt hier nochmal vor allem mit dem Heal. Der Heal ist halt auch... Wir müssen mal mehr die Ulti jetzt hier zeigen. Wir gehen gar nicht mal so auf die Kisten. Ansonsten ist die Runde wieder vorbei und ich habe die Ulti kein Einkommen mit. So. Meine Streak! Ich bin so dumm! So, jetzt aber, komm. So, zack, jetzt haben wir die Ulti und jetzt, okay, so. Jetzt erstmal hier, guck mal, der Heal. Wir tauschen Position und healen beide 33%. Das ist schon ziemlich crazy. Und die Star Power sorgt halt dafür, dass ich, wie gesagt, schneller Munition nachlade. Das ist auch sehr geil. Habe ich halt so ein, zwei Schüsse oft extra, wenn der Bot halt einen Gegner trifft. Junge, wieso entwickelt mein Bot gerade ein Eigenleben? Der hat einen Kill gemacht. Kann ich einfach das Gadget drücken? Okay, passiert denn an. Junge, was? Hä, der killt die ganze Lobby. Junge, WTF. Ist das krank, ne? Der hat gerade 2 Kills gemacht, glaube ich. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das heftig. Also, ihr müsst am besten halt erst aggressiv gehen, sobald ihr die Ulti habt, ne, im besten Fall. Wobei, ihr solltet die Ulti halt auch schon aggressiv aufladen, danach ist dann halt eh over. Schaut euch das halt an. Das ist so geil, Junge. Dann würde ich sagen, auf geht's, wir holen jetzt die Gears.
Ich würde einfach sagen Speed auf jeden Fall. Ansonsten Damage, ne? Und wenn keine Büsche sind, dann nehme ich statt Speed einfach das plus 1. Ich glaube, das sind so die schlauesten, die wir nehmen können. Achso, ganz wichtig mal hier, ne? Das hier, die erste Star Power, dass der Bot getroffen wird und Heal. Auf geht's! Wir gehen rein in Brawl Ball. Das wird geil werden. Zum allerersten Mal jetzt hier. Ich bin mal sehr gespannt, wie schnell wir gewinnen werden. Also, eigentlich können wir doch total offensiv. Ich weiß, wir sind ein Werfer, aber ich meine, genau. Sobald wir die Ulti haben, können wir, glaube ich, sowieso gleich reinlaufen. Weil dann sind wir eh unsterblich. Die ihn direkt so straight reinwerfen. Ja gut, die laufen jetzt eh total dumm rein, aber schaut euch das halt an. ich wollte den Ball mit meinem Bot annehmen. Das geht natürlich nicht. Sehr schön. Erster Win. Ey, so schnell wird das heute gehen. Das wird ein krankes Tempo. Achso, wir müssen einen Timer starten. Jetzt schon mal. Okay, auf geht's. Wir sind drin in der entscheidenden Runde für Rang 10. Wir sind ungefähr so 10 Minuten am Pushen. Also da steht jetzt 7, aber ja, sind ungefähr 10 insgesamt. Achso, ich brauche meine Ulti. Stimmt, ganz wichtig jetzt. So, zack. Also eigentlich brauche ich einfach vor allem meine Ulti. Guck mal, der jetzt hier, der Byron. Byron eh nicht so stark. So, zack. Getroffen, egal. Sehr schön. So, okay, Ulti noch nicht ganz aufgeladen, aber ist okay. Schon mal 3 Cubes. Am Anfang wie immer auf Kisten gehen. Am wichtigsten. Oh, da ist auch... Oh, den fokussen wir direkt. Oh, der hat auch noch 5 Cubes. Okay, das ist natürlich jetzt besonders schwierig, sage ich mal. Oh je, das muss ich auch aufpassen. Getroffen hier. So, jetzt aber. Sehr schön, wichtig. Ah, bessere Hits hier schon mal. Was ist der Bot noch auf dem drauf? Hat gar keinen Bock drauf. Darf jetzt nur so einen Bot nicht kriegen, das ist wichtig. Jawohl. Oh mein Gott, nein. Ja, das kann ich nicht mehr töten. Jetzt bin ich unsterblich. Es ist so krass, wenn ich die Ulti halt habe, bin ich wieder komplett am Start, ne? Oh. Bot oben ist gestorben. Digga, ich bin... Ja, okay. Schau das an. Insane, ne? Ist schon insane. Ja, ich muss ein bisschen defensiver vielleicht spielen. Ich würde Larry und Lowry auf jeden Fall sowieso nicht für Solo empfehlen. Merkst du auch, glaube ich, schon ein bisschen, warum. Jetzt bin ich verärgert, dass ich jetzt nicht direkt gewonnen habe. Vor allem ist die Winstreak halt weg, das ist halt eher ärgerlich. Das kostet mich halt immer wieder Zeit dann auch. Auch wieder aufzubauen, ne? Also ist nicht so schlimm, aber. Ja. Das ist halt schon das zweite Mal. Zack, Heal. Der hat einfach Kid gekillt, es ist so krank. Keine Ahnung, wie wir das gerade verlieren konnten, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe auch extra Larry und Lowry rausgenommen. War wahrscheinlich einfach ein Ticken zu offensiv gespielt, ne? War wahrscheinlich wirklich einfach zu offensiv gespielt. So, jetzt aber. Hey, Career war eins schon. Der weint schon, Junge. Nochmal ein Heal gedrückt. Der Bot hier nach vorne geholt. Er ist so krank. Der Bot macht's einfach. Geil, Mann. Okay, das bedeutet plus 10. Ich hole die Streak jetzt wieder zurück. 140. Gutes Tempo. Wir sind dabei. Und unter einer halben Stunde haben wir jetzt schon 300 Trophäen. Und die Runde... Oh je. Was? Also mein Problem ist, es kommen immer mehr Larry und Laurie Spieler. Und gerade wenn die Ulti dann auch zuerst haben, ist es sogar ziemlich nervig. Oh je. Oh, Junge. Kurz still gewesen. 1-0. Das war so auseinandergenommen. Hä? Einfach alle gekillt. Oh, jetzt bin ich aber umso schlechter. Gerade mit einem frechen Schaden gestorben. Das war dumm. Ops genommen. Okay, jetzt konzentriert bleiben. Der Bot überlebt halt auch wirklich, nachdem wir gestorben sind. Das ist halt so krank. Vielleicht muss ich aber die Mates nochmal austauschen nach der Runde. Also es läuft gerade irgendwie nicht so gut. Es muss auf jeden Fall schneller gehen. Nice. 2-0. Wichtig, aber dann haben wir es doch. 300 und... 14 Trophäen. Die entscheidende Runde für 5er Trophäen. Solo-Showdown. Auf geht's. Wir gehen rein. Okay, das Wichtigste zuerst. Wir gehen natürlich fett auf die Cubes. Wir müssen aber halt immer aufpassen, ne? Der Brawler ist jetzt nicht unbedingt so gut für Solo-Showdown gemacht. Na gut, aber... Er ist halt auch nicht schlecht, ne? Es ist halt insane. Wir können selbst fast im Nahkampf so einen El Primo locker wegkillen. Das ist halt crazy. Jetzt können wir die Ulti hier reinwerfen. Und jetzt ist es halt nicht mehr lustig für den Gegner, ne? Die hat jetzt hier direkt das Gadget gesetzt. Hat gar keinen Bock da drauf. Ich habe nur einmal getroffen. 5300 Schaden waren das. Okay, Gadget mal setzen. Oh, lol. Das hat clean funktioniert mit dem Switch. Mal hier, mit dem Gadget. Auch cool aus. Ah, der Bot kriegt halt nur den Schaden ab, wenn ich in der Nähe bin. Da war ich gerade so weit weggestanden. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich vorhin gestorben. Mal gerade sehr gut gesehen. Ich habe den Schaden nämlich trotzdem abbekommen. Interessant.
Ja, und damit sind wir in den Showdown, was soll ich sagen? Kranker OP-Brawler auf jeden Fall. Kann ich dazu nur sagen. 10 Cubes. Ulti. Ja, probier's doch. Es ist so dumm, ne? Ich bin doch ein Werfer, es ist so dumm. So dumm. Sehr, sehr, sehr geil. 5er Trophäen, 30er Streak. Ich frag grad mal. Oh, wir haben Mastery schon so viele Stufen geschafft. Ist mir gar nicht aufgefallen. Geil. Mal hier Münzen, Powerpunkte. Geil. Komm mal, ich will jetzt die Runde noch gescheit zu Ende. So, entscheidende Runde für 600 Trophäen. Ihr merkt schon, ich bin auch fast hier nicht mehr aufmerksam. Die Runden einfach so leicht zu gewinnen sind. Es ist unfassbar. Ich schaue teilweise einfach aufs Handy, aufs andere, in den Chat. Und wir gewinnen trotzdem. Und dann gehen wir gleich in die anderen verschiedenen Spielmodi rein. 600 Trophäen trotzdem, obwohl ich auch schon Pause gemacht habe, nach einer Stunde. Ich glaube, die 600, die Rang 35 schaffen wir normalerweise. Sehr, sehr, sehr optimistisch, sage ich ehrlich. Der Schaden ist so krank, Junge. Da sind wir am Start, da ist das Tor. 30 Sekunden Win. Geil, geil, geil. 600 Trophäen, da sehen wir 37er Streak. Wir gehen rein in, wählen eigentlich, ich mache mal zuerst die Eliminierung. So, also Eliminierung würde ich euch eigentlich jetzt nicht empfehlen, das zu machen, was wir jetzt hier machen, aber es wird halt einfach klappen. Einfach weil der Brawler eben so unfassbar broke. Hey, ich bin trotzdem, ich war zu weit weg von meinem Bot, okay. Schon mal Tipp, werft euren Bot trotzdem nicht zu weit weg. Und ich sollte mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren, weil ich weiß nicht, ich kann es halt irgendwie nicht so ernst nehmen. Es fühlt sich an, als würden wir. Guck mal, mein Bot ist hier auch wieder. Wie viel Druck der macht. Es ist viel zu stark einfach. Wie seid ihr eigentlich Shelly genommen? Was ist das denn? Ich muss aufpassen, das war jetzt nicht so smart. Da passt kein Schaden jetzt. Ja, nice. Jetzt hier, jetzt kann ich einfach die Ulti mich hier nochmal werfen. Jetzt kann ich kurz warten. Positionstausch ist halt auch wieder Optad-OP gewesen. Jetzt kann ich die Piper easy killen. Ist das krank, Junge. Ein Sieg für den Kill. Schöner Hypercharge nochmal. Soll ich sagen, der Brawler ist halt einfach in jedem Modus OP, ne? Weil er einfach zu stark ist. 3 zu 1, war also gar nicht meine beste Runde sogar, aber trotzdem 38er Streak. Wir gehen rein in Hotzone. Hotzone ist halt, glaube ich, übel krass, einfach aus dem Grund, weil er unfassbar lange die Zone halten kann mit seinem Leben. Ne, mit seinen Bot-Kollegen gerade, habe ich ja schon gestern auch gesagt in dem Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Es ist so krank, ne? Schaut euch das halt an. Vor allem, der kann ja, der Bot lädt auch die Ulti auf. Das werden die, glaube ich, fixen. Ich glaube, die wird in Zukunft, denke ich, irgendwann so sein, dass sie das ändern werden, dass der Bot nicht auch noch die Ulti mit auflädt. Weil dann hast du halt instant wieder die nächste Ulti und ihr seht das schon. Unfassbare Kontrolle hier. Unfassbare Kontrolle. Es ist so heftig krank. Das ist nicht mal eine gute Map für Larry und Lowy eigentlich, ne? Weil eigentlich ist es ja eine offene Map. So, wir sind drin. In Knockout. Das sollte hoffentlich sehr gut laufen. Na, ich meine, auch in Knockout ist er eigentlich solide. Vor allem müssen wir... Ich würde ein bisschen vorsichtiger spielen, bis wir die Ulti haben. Aber ihr seht schon, meistens geht das halt. Eh instant. Das ist halt unfassbar. Jetzt müssen wir eigentlich einfach nur unsere Ulti einmal kriegen. Oh, da müssen wir uns nicht aufpassen, genau. Oh, und jetzt haben wir eigentlich die Ulti. Nee, immer noch nicht. Jetzt haben wir die Ulti. So, einfach rein. Zack. Und wir warten, bis der Bot noch ein bisschen Schaden kriegt. Das will ich immer mal einen Switch machen, genau. Ach, noch dieser Bot macht immer so viel Druck auf die beiden, ne? Ist halt crazy. Aber es geht sogar, ne? Ich würde halt natürlich eher auf Maps spielen, wo auch Werfer gut sind, logischerweise. Ist auch hier. Ich meine, obwohl wir Werfer sind, auch gegen Pearl hier. Jetzt können wir uns schon wehren. Ne? Würde es den Bot weiter ein bisschen aufheben. Tatsächlich würde ich hier so ein bisschen Druck mitmachen. Den Positionsswitch jetzt einfach machen. Und er kann nichts machen. Das ist so krank, Junge. Schaut es euch an. Oh, oh, oh! Sorry, Duke. Shit, Duke, machst das. Du machst das. Zack, zack. Oh! Okay, ich konzentriere mich die Runde, sorry. Passiert. Aber die Map ist auch nicht optimal für ihn, muss man fairerweise sagen. Ja, trotzdem, ich hätte mir jetzt eigentlich schon nicht sterben dürfen. Vor allem darf ich jetzt die Winstreak halt nicht verlieren. Das ist halt eher das Entscheidende. Ja, der kann nicht raus mehr. Nee, komm noch raus. So, den Bot schön draufwerfen, dann kann er gar nichts mehr machen. Schaut euch das halt an. Junge. Dieser Bot ist halt so OP. Schaut euch das an. Ja. Wenn man sich konzentriert, schafft man es auch gut. Das war wirklich schlecht gespielt, aber sehr geil. Okay, wir sind drin in Juwelenjagd. Auf geht's. Da sind noch die. Also, das ist aktuell, glaube ich, die beste Map, um ihn zu pushen, die gerade drin ist im Spiel. Oh, ich muss aufpassen. Da hat zumindest Bixby mit Symantec und so auch vorhin gepusht, habe ich gesehen schon. Wichtig ist hier natürlich vor allem, ja, die Ulti kriegen. Schön, keine Ahnung, schön Druck machen, ne? Und sobald ich die Ulti habe, ist halt eh geil, ne? Sobald ich die Ulti habe, ist halt eigentlich immer geil. Hat ein bisschen mit der Ulti sogar ab, um jetzt hier die auch nicht irgendwie zu wasten, aber jetzt kann ich die hier schön ein bisschen reinwerfen. Ja, ne, gibt halt auf, ne? Das ist halt krass, ne? Schaut es euch an. Crazy. Ein Gadget auch drücken, dass wir es hier nicht wasten. Ist das geil, Junge. Ja, also ihr seht, ich glaube so eindeutig und langweilige Runden haben wir selten gesehen. Klar, fairerweise Knockout haben wir kurz verloren, weil wir unkonzentriert waren. Aber ihr seht halt, was hier abgeht. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wir den Rang 35 kriegen können. Und jetzt ab, jetzt bin ich lost. Heal. Oh, der Flächenschaden hat noch getroffen, war nicht so gut. Konzentrieren jetzt mal hier gerade. Schöne Hitze mal, richtig. Ja, am Ende ist es dann trotzdem. Man muss aufpassen. Ohne die Ulti seid ihr halt dann doch natürlich nur ein Werfer, ne? Da muss man schon dran denken.
Langsam wird's interessant. 650, sehr geil. Das waren die 7er Trophäen, by the way. Geil. Boah, wichtig. Und noch die Mastery-Stufe mitgenommen. Hey, Junge, was ist Tempo? Hä? Ich hab doch mal Pause gemacht noch zwischendrin. Ja, vielleicht. Ne? Let's go. Oh, ist nicht geil, ne? Also, Solo ist er nicht unbedingt so gut, finde ich jetzt sogar. Da war Kid auf jeden Fall besser. Safe, vor allem mit diesem Bug, mit diesem Cubes-Bug war halt sehr, sehr krass. Hat vor allem Angst vor Edgar, deswegen glaube ich da zweckig. Es sind immer noch auch alle am Leben. Ist gar nicht so geil. Das ist auch irgendwer im Busch, das bin ich eh dead. Das ist ein Bow. Dann aber auch ausgerechnet Edgar und Bow und alles, ne? Jetzt. Oh, meine Ulti, ich brauche den Ulti. Sehr, sehr gut. Ulti ist da. Auch ein bisschen lucky, dass da keiner im Busch war, natürlich, sage ich ehrlich. Jetzt. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das war's. Mann, der Bass ist aber auch so dumm, ne? Dass er da drauf. Egal. Ich versuche es trotzdem solo zu schaffen. Och nein. Maro. Kann nichts machen. Ist es ein Bug oder ist mein Internet? Gut, immerhin jetzt, besser jetzt als später. Oh mein Gott, wir leben. Wieso leben wir? Hä? Geil. Keine Ahnung, Mann. Müssen wir sofort nutzen. Natürlich ist trotzdem sehr, sehr schwierigen Start natürlich hingelegt. Gar keine Frage. Wir doch eigentlich relativ easy auch den Search hitten, oder? Jawohl, geil, Mann. Geil, 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 geil. Direkt die Ulti. Das ist absichern. Geil. Oh, das ist so wichtig. Was ist der denn jetzt vor? Ich wollte gerade sagen, der will jetzt aber nicht auf mich, oder? Oh, geil. Okay, wir müssen in die Top 4 kommen. Dann haben wir auf jeden Fall auch die Winning Streak und sind vom entscheidenden Game, denke ich. Ja, 3 Cubes. Ist okay. Wir müssen die Ulti jetzt erstmal wieder kriegen, ganz dringend. War natürlich jetzt echt ein dummer Start. Wir haben natürlich jetzt alles verpasst. Aber immerhin hat mein Bot auch einen Cube geholt. Ist ja besser als nichts, ne? So. Der wird keine Chance haben normalerweise. Oh, doch. Doch, doch, doch. Ups. Ja, aufpassen. Jetzt habe ich natürlich nicht die Ulti. Ist eklig. Das ist ohne Witz echt eklig. Da muss langsam aufpassen. Der checkt das nicht. Come on, keine Chance. Mann, die Streak ist schon wieder weg. Das gibt's doch gar nicht. Ja, dafür konnte ich jetzt wirklich nichts. Das war wegen diesem dummen Kackstart. Lass direkt auf die Cubes gehen. Sobald wir ein paar Cubes haben, ist eigentlich eh easy. Jetzt hier direkt 3. Dann hier direkt. Ups, hab ich verkackt, egal. Ah, 5 Cubes. So, damit haben wir jetzt eigentlich die Ausgangslage, die wir jetzt hier brauchen. Das Surge würde ich auch normalerweise hier keine Chance haben, oder? Ja, wir warten mal. Lieber die Cubes auf sicher kriegen, deswegen. Die Team hier, die beiden Babys, ist okay. Haben wir schon mal fast die Ulti aufgeladen dran. Ja, ich meine, wir haben eine Runde verloren. Die Runde gerade eben ist halt schwer zu werten. Ich meine, guck mal, jetzt hier. Wir haben direkt 6 Cubes, haben die Ulti aufladen können. Und gerade eben hatten wir halt nichts, ne? Die ganzen Cubes waren halt schon weg. Und ja, die Ulti hatten wir halt auch nicht. Oder es ist sauer. Zu Recht. Oh, der arme Gegner. Das ist halt so bitter, ne? Den Bot noch, keine Chance. Ja, und das gewinnen wir wieder. Und dann sind wir in entscheidenden Dings. Beim 5. Platz behält man die Winstreak. Echt? Okay, dann ist gut. Junge, mein Bot entwickelt wieder ein komplettes Eigenleben hier. Keine Ahnung, was da los ist. 10 Cubes, Junge. 10 verdammte Cubes. Geil, Mann. Will ich das sehen hier. Geil, Mann. Ich hole die beiden Babys nacheinander raus. Die beiden Teamer. So muss es sein. Guck mal, beide direkt gestorben. Ich würde sagen, ich bestimmt nicht weglaufen. Ein Sieg für die 500. Ja, lief ein bisschen. FE 57 lief ein bisschen unlucky, sage ich ehrlich. Also erst die erste Runde dumm verkackt und dann noch der Disconnect. Aber jetzt haben wir es. In 1,5 Stunden. So schnell waren wir, glaube ich, noch nie auf 750. Also außer, bisher noch Mapmaker damals, als mein Tresor gespawnt ist. Da war ich innerhalb von einer halben Stunde immer auf 750. Das war witzig. Aber ansonsten nie. So, eigentlich können wir die Shelly relativ gut ärgern. Ich wollte gerade sagen. Die kassiert nämlich mehr, als sie vielleicht denkt. Was geht denn jetzt vor? Keine Ahnung. Hä? Sehr, sehr gut für uns. Ist halt wieder ein super Start, ne? Ulti und Cube. Also es ist auch echt super wichtig, wenn man halt den Start verkackt bei Larry und Lowy. Ist halt auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr krass schief gehen. Nochmal klar, dass ich hier den Cube nehme. Mann, nein, 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 den Cube. Ah, mein Bot kann den Cube natürlich nicht einsammeln. Ich bin dumm. Gerade ich dachte, vielleicht geht das. Und jetzt geht's halt wieder ab, ne? Mein Bot entwickelt wieder komplettes Eigenleben und nimmt hier alleine den Bull raus mit 4 Cubes, Junge. Das ist so krank. Das ist so krank, wirklich. Das ist abnormal. So, 4 Cubes, nächste Ulti. Wir sind halt einfach zu zweit in Solo-Showdown. Das ist so geil. Ich liebe das. Jetzt hier der arme Bot. Switchen hier noch Positionen. Geil, Mann. Ah, läuft doch. Wenn man auch von Anfang an im Spiel drin ist und nicht rausgeworfen wird, das war ja echt hart gerade. Eigentlich fast ohne Probleme jetzt hier geschafft, dann doch. Hab ich auch schon gewundert. Ist ja schon OP, der Brawler. Zack. 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 Und der Bot schießt einfach noch mit. Das ist so geil. 7 Cubes, wir sind in Showdown. Kann ich hier die Position switchen? Nee. Oh, guter Try. Wird sogar klappen. Ich glaube, es wird nicht klappen. Let's go. Was soll ich sagen? Komplett OP. GG, geil. Okay, ein Tor hier für die 8er Trophäen. 1 Stunde 40. Ich muss kurz hinschauen wieder. Jetzt sind wir drin. Es ist ein absolut krankes Tempo weiterhin. Oh. Oh Gott, es laggt, es laggt, es laggt. Ich hab Lags. Habt ihr auch Lags? Nee. So, nächster Bot jetzt hier rein. Ulti hier verkackt auch vom Gegner. Sehr schön.
Können wir jetzt auch hier hitten, hoffentlich. Nee. Oh, oh, Maisie ult. Jetzt hier wieder Ulti. Boah, ist so OP. Das ist krank. Wieder in einer Minute hier gewonnen. 800 Trophäen, damit erreicht. Und es geht Richtung 1000. Let's go. Geil, Mann. Also ganz kurz, also diese Star Power von ihm ist doch absolut bodenlos. Ja, Junge. Okay, entscheidende Runde jetzt hier für die 850 Trophäen. Das war gerade nicht so gut. Ein Tor brauchen wir noch, dann haben wir es schon mal geschafft. Es geht super schnell. Wir sind in unter 2 Stunden immer noch dabei. Absolut krank. Also hier nach vorne. Hier fängt es natürlich gefährlich. Ulti, Headshot. Oh, 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 nein. Was passiert? Gadget wieder drücken. Schönes Gadget. Ja, ich bin halt, ich bin wirklich halt unsterblich damit. Das ist krank. Ja, geil. Keine Ahnung, was das war. Okay, Tempo 1 Stunde 48. Wir sind 8:55. Also Brawl pushen ist auch echt einfach geworden, muss ich echt sagen. Ja, aber ich glaube, es wirkt auch gerade nur so, weil an sich ist es halt einfach. Weißt du, was ich meine? Nee, ja, davor auch. Achso, okay. Wirklich. Ey, die Schattenwelt. Das ist die Schattenwelt. Moin, wie läuft's? Sehr gut. Ich habe eins mal dumm verloren vorhin, aber ist schon ein bisschen länger her. Wir gewinnen jetzt eigentlich gerade alles. 900! Ich habe gar nicht mit. Oh mein Gott. 903 Trophäen, 1 Stunde 54. Es ist so krank, in unter 2 Stunden. Warte mal. Ach, Leute. Richtig. Ich dachte schon kurz. Oh, ist ja unnötig von mir. Der Einsteller, ja, von Vereins schönen Starspieler. 950, geil. Komm, gewinnen wir, gewinnen wir. Ah, der war im Chat, dieser Larry war im Chat. Du kannst sehr gut drauf gehen, du kannst vor allem sehr gut auf Rico und so gehen. Ja. Gutes Matchup für dich, ist Edgar. Sehr schön. Genau. Denkst schon mal rauskommen, sehr schön. Der Wii Lowry hat glaube ich. Feeden, besten Fall. Keine Chance. Amen. Komm, duck dich, die andere Maisie. Nehmen sie raus. Na, leider respawnt jetzt wieder, schade, Mann. Oh mein Gott, so wichtig. Yo, was hast du gemacht? Ja, ich bin auch blöd. Schön. Schön, 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 geschmissen uns. Überrannt einfach. 1000! Schön, auch schön die 1 gegen 1 Duelle hier gewonnen. Geil, Mann. Da sehen wir es. 1-0 nochmal hier, 4-2-2-1. Schön, Mann. Geil. Mit dem fast kein Kiss. 1000 Trophäen. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Unter. Ja, gut. Dann mit 2,5 Stunden. Trotz Pausen. Okay, also jetzt sollten die beiden Weltmeister reinkommen. Gero und Novi, die sind tatsächlich auch auf Platz 1 und 2 gewotet worden, der besten Spieler bei der Weltmeisterschaft. Also ziemlich die beiden Spieler, besten Spieler der Welt. Also normalerweise müssten wir das schaffen mit den beiden. Wir sind schon auf 1026, ist auch ein super Tempo. Oha, oh mein Gott, da ist er. Seta, er hat schon Rang 35. Profil natürlich jetzt nicht so krass, ne? Die sind halt, konzentrieren sich halt eher auf E-Sports. Er wurde Platz 2 gewotet bei der Weltmeisterschaft. Und er lädt Novi ein. Und der ist Platz 1 gewotet worden. Oh mein Gott, ist das geil. Hier nochmal Gero Brawl Stars. Das unbedingt Supporter, dass er sich freut, dass wir hoffentlich auch mit denen in Zukunft noch pushen können. Ist ohne Witz echt wichtig. Links beim Video auch in der Beschreibung. Also, die beiden Weltmeister in der Lobby. Ich will mal wissen, wie auch Novis Profil aussieht. Halt auch nicht so krass. Die haben halt wirklich, die E-Sportler pushen halt nicht so. Ne? Die sind halt die Besten im Game. Manchmal sind Mantak halt irgendwie die Hälfte der Brawler auf 0. Ist halt schon interessant. Boah, ich bin echt hyped. Das sind die beiden Weltmeister. Einfach der World Champions. Allererste Runde. Die haben auch Rico. Wie spielen jetzt hier die Weltmeister? Gero und Novi, die beiden besten Spieler der Weltmeisterschaft in meinem Team. Auf geht's. Ich habe die Ulti direkt aufgeladen. Sehr, sehr geil. Direkt ist hier aggressiv. Oh, Novi ist schon mal gut zurückgedrängt. Gadget schon mal. Damit geheilt. Schön. Rico wird auch fast rausgenommen. Der Bot macht hier natürlich einen super Job jetzt. Ah, nicht ganz gekillt, schade mal. Ist hier in der Ecke. Richtig, sehr, sehr schön. So, sieht schon mal gut aus. Das sieht richtig gut hier aus. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich mich jetzt nicht treffen lasse. Perfekt. Was war los? Ich bin nicht reingelaufen. Ist auch richtig dumm. Ah, ich bin nervös, Junge. Das war unnötig, das war unnötig. Schön in die andere Dimension befördert, wichtig. Ball kommt. Jawohl, 1-0, 1-0, 1-0. Wird halt schwierig werden trotzdem, ne? Jetzt hier schön dicht machen, schön den Schaden vor allem raushauen. Jawoll! Den anderen auch rausgenommen. Nice, auch rausgenommen. Schöne Runde auch hier von mir, sag ich ehrlich. Schönes Ding. Nice, Junge. 2-0. Richtig. Hätte ich beim E-Sports an direkt. Ja, guck mal, Starspieler. So nämlich hier, 6-1. Ist das geil, Junge. Direkt ist auch, was ist das denn? Bin tot. Ich kann nichts machen, also ich bin auch in der 1. Runde gestorben.
Ja, eine richtig gute Runde. Let's go. Ey, jetzt auf Ernst habe ich gecarried, glaube ich. Ja, Larry und Lowey waren halt echt No-Skill. Ja, weil, also Dings, Skid war No-Skill. Junge! Was habe ich für Runden? Wie läuft es? Sehr, sehr schlecht, leider, Marak. Aber jetzt gerade haben wir die Streak zum ersten Mal. Wenn war Streak. Na, guck mal, wir sind erst bei 1051. Ne? Wir waren vorhin bei 1020 vorne. Also, wir haben jetzt in einer Stunde nur plus 30 gemacht. Aber wir kriegen jetzt gerade pro Game plus 10. Also, es kann jetzt sehr, sehr schnell gehen. Entscheidendes Game für 1100. Bitte keinen. Doch, wieder Larry und Lowey. Jedes Mal. Oh, gute Hits. Oh, das war gut! Stehlen müssen, mein Fehler. Ein bisschen riskant. Ich wollte eigentlich. Das auch gar nicht direkt, ehrlich gesagt. Digga, Pott. 1100, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja. Saarspieler 5-0. Junge, so eine wilde Runde wieder. Ja, kein Larry und Lowey als Gegner einmal. Oh, das müsste. Aber wir haben vorhin auch gegen Team verloren, glaube ich, ohne Larry und Lowey. Also aufpassen. Junge, Giro wieder. Jetzt läuft's richtig. Neuner Streak auf der Höhe. 1150 jetzt. Heißt, 10 Games theoretisch für 1250. Wir sind übrigens im entscheidenden Game für die 1200 Leute. Es ist absolut krank. Ihr seht, wir haben die komplette Kontrolle. Erstmal healen, erstmal healen. 8 Gems. Nicht die Kontrolle verlieren, bitte. Vor allem darf Larry und Lowey halt nicht die Ult kriegen. Das ist das Wichtigste. Also der gegnerische natürlich. Logischerweise. Sehr schön, sehr schön. Oh, guter Hypercharge. Super Try. Da ist die Ulti, die ich gebraucht habe. Sehr, sehr gut. Gadget. Wichtiges Gadget. Sehr schön. Das war komplette Dominanz, die Runde. Die haben nur einen Gem bekommen. Die komplette Runde. 1200 in 5 Stunden. Das ist wirklich, wirklich gut jetzt. Gero heute, also vor allem Gero mit Miku war sehr krass. 1200. 10er Streak. Das ist so gut. Jetzt kommen wir noch plus 8, aber... Wow, Gott, oh Gott. Muss ich aufpassen, muss ich aufpassen. Richtig geil nochmal. Boah, was ein Game. Wie ich das immer gehittet habe. Jetzt ist sehr gut, jetzt ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf die Piper schön drauf. Hier, dann hier so drauf. Heal nochmal. Toll, oh, der Switch war geil. Geil, 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 geil. Das haben wir auf jeden Fall. Ja, 4 Spiele. Jetzt dranbleiben. Da, genau da waren wir vorhin, als wir verloren haben. Bei 4 Spielen. Da sind wir jetzt wieder. Die letzten 4 Spiele. Da waren wir vorhin, bevor wir verloren haben. Jetzt müssen wir gewinnen. Jetzt schön. Am besten schon mal AT hitten. Nicht hitten lassen von der Piper vor allem. Auf Distanz bleiben. Jetzt kann ich hier schön aggressiv reingehen. Und die hier richtig ein bisschen unter Druck setzen damit. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Charlie nicht hitten lassen. Ah, ist okay. Ich treffe halt gerade die Ulti. Jetzt kriege ich die Ulti ein bisschen. Das ist gut. Party hier am Start. Nicht so sehr hitten lassen. Jam Carrier. Sehr schön. Oh, hitten. Ah, vielleicht von der Piper. Egal. Dafür habe ich die Piper auch getroffen. Und für mich ist es eigentlich wichtiger, weil ich natürlich die. Oh, ist ja nicht so gut. Die Ulti brauche. Schön auch. Ja, voll. Sehr gut, kann ich direkt hier reinholen. Jetzt warte ich hier schön ab. Gadget. Und jetzt ist halt geil. Jetzt habe ich hier den schönen Board mit schön viel Leben. Die werden gut zurückgedrängt natürlich jetzt auch dadurch. Aber ich krieg nicht die nächste Ulti damit aufgeladen, leider. Das tut echt ein bisschen weh gerade. Ja. Oh, ich kann so gut weghalten damit. Das bockt die gar nicht. 9 Gems jetzt. 9 Gems. Ich bräuchte einen 10. in den Bot, den kann ich ganz easy gewinnen. 10. ist ans vorne gespawnt. Ich hole mir den 10. Geil. Das ist es. 3 Spiele danach. Nicht nochmal umkonzentriert werden. Geil. Komplett. OP der Brawler. Geil, Mann. Die letzten 3 Spiele für die 1250. Jetzt brauche ich ja euren Support, Leute. Das bockt so hart. Komm. Ja, das ist nicht gut. Das ist keine gute Kombi von denen. Jean ist aktuell gar nicht mehr gut. Einer der schlechteren Brawler aktuell. Sogar, weil er zu wenig Damage macht. Auf geht's. Die letzten 3 Spiele für 1250. Wir können es jetzt schaffen. Am besten direkt die Ulti hier rauskriegen. Konzentriert bleiben. Schön Druck auch machen. Ihr seht auch hier, kann ich die Minen auch wunderbar ausnutzen, um nochmal besser werfen zu können. Das macht irgendwie auch so stark nochmal für Larry und Lowey hier. Es ist so gut. Es ist unfassbar gut. Gene natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen, ist hier ein bisschen zurückgedrängt worden. Ich bleib mal hier und bleib mal hier ein bisschen dran. Genau, schöne Hit-Spike rausgenommen, oder? Habe ich ihn rausgenommen? Nee, nicht ganz, aber ist egal. Muss ich auch nicht, muss ich nicht. Jetzt mit der Ulti rein. Auf den Gene, weil der Gene wird den gar nicht down kriegen, den Bot. Der macht ja fast keinen Schaden. Jetzt hole ich hier den Bot zurück. Jetzt bin ich nicht ganz schlau, aber ist okay. Spike mit seiner Ult komplett daneben.
Ihr seht, wir haben hier so komplett die Kontrolle. Komplett die Kontrolle einfach. Jean, oh, Jean Pull, vergessen. Bin gar nicht mehr Jean gewöhnt, weil fast keiner mehr Jean spielt. Jean Pull ist eins gefährlich jetzt noch. Aufpassen. So, 9. Gem, 10. Gem. Ich weiß nicht, ob er da noch rauskommt, muss er aufpassen jetzt. Sehr schön, Bot rein. Er wird nicht rauskommen, ist aber völlig egal, denn ich kann jetzt hier das hier machen. 10. Gem. Gadget, zu spät, ist nicht schlimm. 13 Sekunden hat er läuft. Jean hier, sehr schön Jean weggenommen. Jero stark. Boah, geil. Also wirklich, was soll ich sagen? Einfach nur geil. Die letzten zwei Games jetzt. Das vorletzte Spiel für 1250. Oh, was schwierige Kombi. Bow ist eigentlich nicht mehr ganz so stark. Bow wurde schon verschlechtert. Ist also machbar. Auf geht's. Die letzten zwei Spiele, wenn wir es schaffen sollten zu gewinnen. Hab mich leider treffen lassen. Ist okay. Nicht hitten lassen jetzt hier. Aufpassen, hier nicht zu aggressiv gehen, irgendwie dann dumm sterben. Das war gut. Das war sehr gut. Ich heal kurz. Der Bow stellt sich ein bisschen los, dann kann es sein. Jetzt kann ich hier einfach easy switchen. Hab den. Ja, sehr gut. Kontrolle jetzt. Sehr gut. Vor allem Larry und Lowry den anderen rausnehmen wäre ganz gut. Dass der seine Ulti nicht. Wir sind Broad TV sogar. Hä, wieso haben wir so wenig Zuschauer? Keine Ahnung. Hat Broad TV immer so wenig Zuschauer seit neuestem? Jetzt hier vielleicht sogar aggressiv versuchen, die direkt zu hitten. Das wird sich so optimal, egal. Heal. Schöner Heal auch für beide gewesen. Oh, hat mich gut getroffen. Sehr gut getroffen. Der wieder rausgenommen. Sehr gut. 15-0. Das sind die letzten Games. Oh, er hat seine Ulti gemisst. Das ist natürlich krass. Das passiert auch selten auf der Höhe. Er misst einfach seine Ulti hier. Schöner Kill wieder. Aufpassen, der andere Larwin Lowry sollte auf gar keinen Fall seine Ulti kriegen. Das ist super gefährlich sonst. Perfekt. Gadget gedrückt. 7 Gems. Wir haben es fast, Leute. Wir haben es fast. 10 Gems. Wir sind Broad TV. Ja, was? 7000 Zuschauer im Broad TV? Hä? Ist doch verbuggt. Kann doch nicht sein. Das sind wir 8000 Zuschauer. Jetzt sind wir plötzlich 9000 Zuschauer im Broad TV. Hä? Was? 10.000? Hä? 11.000? Das muss ein Bug sein. 11.000 Zuschauer angeblich. Crazy. Aber allein jetzt hier auch im Stream sind wir auf jeden Fall fast 10.000. 1.346. Letztes Spiel. Ein Spiel fehlt. Damit let's go. Hä? Direkt Instant Game. Oh mein Gott. Nein. Instant Game. Das heißt, die haben bestimmt extra gesucht. Wir haben die ganze Zeit ewig gesucht. Die müssen es ungefähr genauso sein wie wir. Ich denke, es ist Absicht, dass sie uns treffen wollten. Guck mal, wie viele Zuschauer die letzte Runde. Es ist komplett krank. Ich muss jetzt hier wirklich zeigen, was ich jetzt hier im Push gelernt habe. Gegen das andere Team. 1250 werden wir gewinnen. Und das ist halt ganz anders als der Kid-Push, weil hier muss ich halt wirklich was zeigen. Ich muss auch dodgen, ich muss angreifen viel mehr. Ich muss auch einfach viel mehr machen. Als bei den anderen Pushs. Aber ich treffe gut. Ich treffe hier sehr gut. Oh shit, das war natürlich gar nichts. Egal. Warum im entscheidenden Game war sowas? Warum? Jonas? Egal. Ansonsten habe ich ja gut gespielt bisher, auch jetzt in dem Game. Ich war Starspieler und alles auch schon ganz oft, aber das weiß ich jetzt gar nichts. Ich kann einziges Mal überfahren lassen in 3 Stunden im entscheidenden Game. Aber wenn man nervös ist, dann passiert es natürlich. Egal. Trotzdem, alles gut. Ist ja hier ein gutes Gadget. Ich kann es gut hitten hier, sehr schön. Das ist seine Ulti. 5-3. Ich muss 5-3. Ja, das hatte auch seine Ulti früher. Was ich rausbekomme. Das ist leider wieder eher gestorben. Junge, was mache ich? Es ist mir kein einziges Mal passiert in den ganzen Stunden. Digga. Alles gut. 5-7. Komm. Bin kurz leise. Ich muss mich konzentrieren. Hypercharge Shinobi. Geil. Sehr gut. Direkt Heal. 9. Komm, das ist die entscheidende Runde. Countdown gegen uns, aber wir können das schaffen noch. Kriegen nicht den 10. Gem, genau. Wieder 10. Gem für sie. Muss sie jetzt irgendwie kriegen. Treffe mich leider. Getroffen, leider. Das kann nicht sein. Ich habe so eine schlechte Runde gespielt. Das kann nicht sein. Ich war viel zu aufgeregt. Das kann nicht sein, Junge. Das war meine schlechteste Runde heute. Mit Abstand, weil ich nervös war.
passiert, aber das wird es wirklich. Wir wären in 5 Stunden 45 wären wir durch gewesen. 4 Spiele, immer noch. Ist immer noch im Rahmen. Direkt wieder Matchmaking, ach du Scheiße. 4 Spiele, jetzt nicht nervös, es ist ja auch nicht mehr so. Aber ich bin jetzt nicht mehr kurz davor. Es ist wieder Larry und Lowey. Holdig, Weetle Shark, YouTuber. Das ist ja, oh mein Gott. Das ist ein anderer YouTuber mit 5 Millionen Abos. Und Weetle Shark ist ein absolut bekannter Pro, also. Es wird interessant werden. Aber wir sind es besser. Wir sind das bessere Team. Wir sind das bessere Team. Ich bin jetzt hier der bessere. Keine Ahnung, wie heißt der Brawler? Ihr wisst, was ich meine. Der bessere. Grüße gehen raus an Holdig auf jeden Fall. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache. Ich hoffe, wir gewinnen einfach. Ich hoffe, wir gewinnen hier einfach und dominieren das Game. Schön im Griff hier. Ich mache jetzt wieder meinen Fehler gut. Ich spiele besser. Ich spiele jetzt einfach besser. Weitel Schlag, leider habe ich mich einmal treffen lassen. Ist aber okay. Sehr, sehr schön. Passt. Bot hat sehr guten Schaden angerichtet. Den gar nicht geschmeckt, bestimmt. Kann ich weiter hier schon drauf gehen? Lass mich überhaupt nicht von Holdig treffen. Holdig hat keine einzigen Ulti im ganzen Spiel. Keine Chance bisher. Nächste Ulti. Vital Shark. Sehr gut. 7 Gems. Sehr, sehr stark. 7 Gems jetzt hier. Hier vorne direkt am besten Druck machen, dass sie gar nicht rauskommen. Gadget auch mal benutzt. Sehr schönes Gadget. Nächste Ulti nach vorne. Gar nicht reinkommen lassen. 10 Gems. Nächstes Gadget. 12.000 Zuschauer angeblich, kann ich mir nicht vorstellen, dass es stimmt. Let's go. Okay, das war clean. Das war clean. Das war clean. Das wollte ich mir jetzt echt, also das hätte ich jetzt nicht. Sehr, sehr geil. Let's go. White Lashack hat auch 1 Million Abos fast. Okay, krass. Du hast davor 4-mal gegen Holdig gewonnen, echt? Crazy. Keine Chance. Ich kann gerade mal das Profil zeigen. Holdig, glaube ich, irgendwie 5 Millionen Abos. Kenne ich jetzt nicht, aber hier, Vital Shark, ne? 82.000, Holdig. 3 Siege. 3 Siege. Ja, ich war total nervös in der einen Runde. Passiert halt, ne? Es war, keine Ahnung, ich bin kein einziges Mal in 3 Stunden in diese Mine reingelaufen. Und plötzlich laufe ich 2-mal rein im entscheidenden Game. Ult früh rauskriegen, Piper unter Druck setzen. Die Minen vor allem ausnutzen, ist hier schön offensiv reinmoven, das hier gut ausnutzen. Alpe hier richtig unter Druck, genau, schön rausgenommen. Genau so. Genau so. Jetzt hier schön auf die direkt drauf. Gadget-Trick nutzen. Komm aus dem Spawn nicht raus. Vielleicht die nächste Ult. Junge, mein Bot allein macht das komplett alleine. Das ist komplett insane. Die kommen nicht mehr rein. Die kommen hier nicht rein. Ups, das war natürlich jetzt ein Fehler wieder. Habt ihr nicht gesehen. Das war jetzt wieder Katastrophe, aber davor war eigentlich alles sehr gut gespielt. Das war ein großer Fehler, sich wieder nervös machen. Alles gut. Intergem. Gar nicht rauslassen. Die kommen nicht aus dem Spawn aus, das ganze Game. Die haben keine Chance. Die haben nicht einen Hauch eine Chance. Wir lassen die nicht ran. Jetzt hier schön einfach abwarten spielen. Schön anaimen. Diese. Keine Chance. Der eine Bot war kacke, aber egal. 5-0. Die letzten 2 Games. DTZ, Tobi, Junge, was? Einfach 2 Deutsche hier. Okay. Bleiben die? Ich will doch keinen Snipe. Ich will doch keinen Snipe. Ich will keinen Snipe. Hm. Der spielt richtig. Wie ihr das hört. Slow. Ich brauch den auch wirklich nicht. Das ist nur abgehoben, aber ich kann es schon schaffen. Dann sind es nicht richtig zu spielen. Egal, dann ist gleich die letzte Runde. Wenn ich das dann alles nehme. Ja, die geben. Also, es ist eh egal. Ich will da doch richtig. Ja, es ist eh zu spät. Ist egal. Okay. Märchen verlieren jetzt noch. 10 Gems. Ah, es ist vorbei. Also, es müsst ihr auch nicht mehr richtig spielen. Das war es auf jeden Fall. Schön defensiv wieder bleiben. Abwarten spielen. Dann die letzte entscheidende Runde. Letztes Game. Letztes Game. Oh, ich dachte kurz Inaktivitätswartung. Das Game zählt nicht. Das wäre es gewesen. Unter 6 Stunden können wir es schaffen. Okay, letzte Runde. Cold. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kein Larry und Lowey. Das muss jetzt sitzen. Das ist die entscheidende Runde für 1250. Ist ein Snipe? Oh nein, die spinnen sich, glaube ich. Nee.
Nee, nee, ich bin richtig. Ich will keinen Snipe, ich will das richtig. Ja, der eine hat, glaube ich, ja, genau. Kann ich halt nichts dran ändern. Das ist ein bisschen schade. Egal, es ist. Damit der Rang von. Ah, noch nicht so früh von stellen müssen. Das kann man immer noch gut verlieren. Das kann man immer noch leicht verlieren, das Game. Konzentration. Jetzt haben wir hier ganz schön zurückgedrängt von der Mine, aber lieber auf Safe gehen hier, dachte ich mir. 6-2. Ich glaube, die eine Maze spielt jetzt doch wieder richtig mit, oder? Ich weiß es nicht genau. Klingt ein bisschen so. Ein nicer Try, aber klappt nicht. Heilen wir erstmal kurz. Und nutzen wieder diesen Trick hier an der Bande. Gleich. Warten erstmal ab. Wir müssen erstmal einsammeln. Junge, dieser dumme Bot manchmal, ne? Der läuft. Haben wir. Ein Gem, da liegt noch ein Gem. Kann eventuell Gero nehmen. Ich zauber ein Gem. 10. Das ist es. Das ist 35, wenn wir jetzt gewinnen. Also mal aufpassen hier, Sekunde. Die Mine. Das sind die letzten Sekunden, dann haben wir es geschafft. In unter 6 Stunden. Junge. Novi und Gero, vielen Dank. Schaut mit den beiden vorbei. Ich werde beide verlinken, auf jeden Fall. Vor allem Geros YouTube-Kanal. Ja. Sehr geil. Ich kann nur sagen, ich will was zurückgeben, ne? Der Hype ist krank. 1250. Ich versuche immer das Beste für euch rauszuholen. Und mal an der Stelle, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich wie immer gerne Creator-Code für Jonas ganz rechts im Shop eingeben. Wenn euch meine Videos gefallen, völlig kostenlos. Alle 7 Tage auch gerne neu eintragen. Und ansonsten, lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 1 Million Abos. Kranker Stream, 10.000 Live-Zuschauer und nebenbei über 300 Euro auch für Charity gesammelt. Deswegen vielen Dank. Könnt Kanalmitglied werden. Ganz oben kriegt ihr auch eigene Emotes und helft auch mit bei den Charity-Aktionen, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Video und danke für den Support und für den geilen Stream. Ciao.